Oli P. groß geworden. So sein Sohn heute aus. Oli P., 44, ist nicht nur Performer durch und durch, sondern seit 1999 auch stolzer Papa seines Sohnes Elias. 24, den er mit seiner Ex-Frau und der ehemaligen Unter uns Darstellerin Tatjana Katranzi. 48, bekam. Obwohl der Sänger damals erst 20 war, bereute er die frühe Vaterschaft nie. Wie er vor einigen Jahren gegenüber Bild betonte, es war das Schönste, was mir passiert ist und ich würde mich auch für meinen Sohn freuen. Wenn er schon jetzt Vater werden würde. Anführungszeichen. Nach dessen Geburt legte der Flugzeuge im Bauchsänger sogar eine berufliche Pause ein. Um sich voll um seinen Sohn kümmern zu können, bis heute stehen sich die beiden sehr nah. Kein Wunder also, dass Oli P. seinem Nachwuchs mit einem aktuellen Foto und den Worten Happy Birthday mein Sohnemann auf Instagram stolz zu dessen 24. Geburtstag gratuliert. Dabei fällt auf, Elias sieht seinem berühmten Vater immer ähnlicher. Eigentlich ist Florian Silbereisen, 41, ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms der ARD. Doch jetzt fällt auf, dass seine Shows im Sendeplan nicht aufgeführt werden. Für die Monate Februar, März und April ist keine der bekannten Sendungen des Schlagersängers zu entdecken. Ob die Sendung Der große Schlagerabschied zu Ehren von Jürgen Drews, 77, eine der letzten für den Moderator war, bleibt zunächst ungewiss. Fans sind jedoch in großer Sorge, dass es bald auch keine Formate wie Schlagerboom und Schlager-Champions mehr geben könnte. Grund für die Veränderungen könnte die anhaltende Kritik sein, die Florian Silbereisen für seine Shows bekommt. Er habe immer die gleichen GästInnen und immer werde ein ähnliches Bild gezeichnet. So die kritischen Stimmen. Vielleicht schaut sich der Sender deshalb jetzt auch bei der Konkurrenz um und kommt mit gleich zwei anderen Schlagergrößen um die Ecke, welche seinen Platz einnehmen könnten. Roland Kaiser, 70, wird im März mit 20 Jahre Kaisermania zur besten Sendezeit zu sehen sein. Und auch im April gibt es eine große Veränderung, Sängerin Beatrice Egli, 34, darf mit ihrer Show Beatrice Egli Show auf dem Sender gastieren. Denn eigentlich läuft die Sendung im MDR. Mit dem österreichischen Key Account Manager Daniel schwebt Anna-Karina Wojcik, 30, derzeit auf Wolke 7, und die ganze Welt soll es sehen. Auf Instagram zeigt sich die Sängerin schwer verliebt im Liebesurlaub. In der Karibik lassen die beiden Turteltauben die Seele baumeln und versorgen ihre Fans mit zahlreichen Schnappschüssen. Vor allem Anna-Karina wird mit ihrer Bikini-Show zum Hingucker. Am Strand posiert die ehemalige DSDS-Sängerin pünktlich zum Super Bowl im Bikini mit Football und US-Flagge. Auch ein Strohhutdienst als Accessoire. In einem anderen Posting legt sie noch einmal kräftig nach, sechsmal lässt sich die 30-jährige Urlauberin im Badeoutfit ablichten und gibt einen Blick auf ihren durchtrainierten, sonnengeküssten Body frei. Die Fans können scheinbar von dem Anblick nicht genug bekommen und lassen der Niedersächsin zahlreiche Komplimente dar. Anna, du bist so schön, schwärmt beispielsweise ein Fan, und ein anderer meint, schöne Bilder von dir. Anna-Karina scheint es nach der Trennung von Stefan Ross, 47, im November letzten Jahres besser denn je zu gehen, warum sollte sie ihr Glück also verstecken? Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlagerstars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen: Instagram.com, Schlagerde, Merkurde. Σε πετώνω, underground, εννοώ σε αυτά τα τόνου. Τα νούκα βοδαφώνω, σε ακούμε ράπ, η μόδα όνου. Ασάι, συζήτηκα στον φόρ, λακούμε κομφόρτ. Εντρέβω από τα νουλό, δε κομφόρτ, ρηγόρτ, ο μόρτορ. Σε τον κλουζί, σε τόρ, λανσέ ρακέτα, αερσόλ. Εν και δεκεν τέλει, ρα πρόξι, σε ουζάδα, αεροσόλ. Δεκεν αβέα μόλ, δεκεν ουστία, έτσι ουν μισκόλ. Δεκεν τα σκουλτάμ, γκάγκ, στα ράπερ, βάζε με πιστόλ. Τα κενούν τελεσ τέξ του σούνο, περίν ανιστόρ. Βεντελίτσι, τριστόρ, λα, ζερο γράδε, βισκόλ. Νου τάγνι, στην σμόρ, să mă auzi prin sol. Transpir hipa prin pori, bile mari, țin tor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare.